Gläser transportieren und übereinander stapeln. Das Gabelstapler-Duell. Philipp, 5 Jahre behauptet, ich türme mit einem Gabelstapler mehr Weingläser übereinander als Elton. Philipp und Elton müssen mit ihrem Gabelstapler so viele Weingläser wie möglich über eine Rampe von der einen auf die andere Seite bringen und dann aufeinander stapeln. Wer in 6 Minuten mehr Gläser übereinander gestapelt hat, gewinnt das Duell. Fällt beim Stapeln der Gläserturm um, zählen die zuletzt aufeinander stehenden Gläser. Bei Gleichstand verliert der Herausforderer. Na? Klein gegen groß, auf los geht's los. Genau so sage ich's. Klein gegen groß, auf los geht's los. Laut. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es in der Tat nicht ganz einfach, diese ganzen Bewegungen und Funktionen des Gabelstaplers absolut korrekt auszuführen. Es sei denn, man weiß, was man tut. Und diesen Eindruck habe ich bei Philipp auf jeden Fall. So, das erste Glas steht, jetzt holt er das zweite. Das nimmt er jetzt mit der Gabel auf. Vorsichtig natürlich beim Zusammengehen. Hoch und dann geht es hier wieder rüber. Und dann stellen wir das zweite Glas aufs erste. Auch da muss man natürlich gut drauf gucken, dass man irgendwo dagegen fährt. So, die entsprechende Höhe. Glas steht. Und noch mal schnell zwischendurch in die Fankurve gesmiled. Ah, ich glaube, der Philipp und sein Gabelstapler, die gehen irgendwann noch mal auf Tour. Heute in der Jahrhunderthalle Frankfurt. Philipp und sein Gabelstapler. Vorprogramm die Rolling Stones. So, es ist noch ordentlich Zeit. Aber man darf sich natürlich auch keinen Fehler erlauben. So, Philipp ist auf dem Weg zum dritten Glas. Offensichtlich noch nicht ganz zufrieden gewesen mit dem Stand. Du kannst ruhig weitermachen, du. Ein Glas steht rum. Was? Das zweite Glas steht rum. Ja, da kommen wir jetzt leider nicht mehr ran. Du musst das dritte jetzt draufstellen, ne? Weil das... Doch, komm mit ran. Wie kommen wir da ran? Mit den Händen. Hä? Dürfen wir leider nicht mit den Händen. Versuch's mal draufzustellen, das dritte. Das geht schon. Es steht nicht ganz krumm, das dritte, das zweite. Bisschen nach vorne. Ja. Das passt schon. Sehr gut.
So. Das musstest du, glaube ich, jetzt so ein bisschen weiter nach links stellen, damit es dann wieder Balance hat. Gell? Aber du weißt schon, was zu tun ist. Ich sag nichts. Ich glaube, in die andere Richtung, Philipp. Ja. Ja, so ist besser. So ist gut. Ja. Ja. Ah, nee, nochmal hoch. Ah! Gut. So, wir nehmen drei, haben wir gezählt. Setz das schnell runter. Das runter und dann holst du das nächste. Ich brauche nochmal einen neuen Turm. Drei waren's. Und guck nochmal, ob noch was geht. Nochmal Gas geben. Philipp, was machst du? Du musst noch eins holen. Kannst noch eins holen? Ah, Mann! Die letzte Runde. So, Philipp, die Zeit ist um. Die Zeit ist um. Die Zeit ist um. Ja, also du hast das schon, du hast das erstmal super gemacht. Also drei haben übereinander gestanden, das haben wir gesehen. Ja, und du hast es natürlich sehr gut erkannt. Das zweite Glas, das stand ein bisschen schief, gell? Deswegen ist der Turm dann beim vierten Glas umgefallen. Aber das muss der Elton jetzt erstmal besser machen. Ja. Schauen wir mal. Komm mal raus. Schneide dich mal ab. Ich will jetzt nochmal. Ja? Ich will nochmal. Na, nochmal können wir jetzt. Ja, erstmal der Elton dran. Ja? Müssen wir erstmal gucken, was der jetzt macht. Gell? So, abgeschnallt bist du. Rauskommen hier. Kommst ja, das schaffst du eh alleine. Du bist ja schon fast groß. Hm? So, komm raus. Okay, großer Applaus für Philipp. Kannst mal. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Was denn? Hm? War ich. Hm? Boah. Warte, ich mach dir hier das Ding auf dein. Was? Ich kann wieder sehen. Was war denn das für Musik, sag mal? Ich weiß es nicht. Also Takt hatte es. Hatte aber Bernhard ausgesucht. So, ich darf drücken. Hm? Ich darf drücken. Du darfst drücken? Toten. Hm? Ja. Ja. Darfst du. Möchtest du auch hier sitzen? Ach, gucken, jetzt habe ich es gesagt. Du darfst gucken, natürlich darfst du gucken. Verstehst du ihn nicht, oder was? Ja, Entschuldigung. Hm? Hast du noch ein paar Tipps, was kann ich machen, was soll ich tun? Kann ich hier nicht. Sagst du nicht? Ja. Gibt's da keine, Philipp gibt dir doch keine Tipps. Wo sind wir denn hier? Ja. Warum habt ihr den Kindersitz jetzt rausgebaut? Als ich wollte mit dem Marathon laufen. Bist du bereit? Gibst du das Kommando? Oh, guck mal, ey. Ja, ja, ich sehe. Guck mal, wie der zittert. Ja? Schau mal, das interessiert ihm alles gar nicht. Schau mal, wie der zittert, der Elton. Der weiß da nicht. Hm? Wie soll ich da? Na, egal. Wie haben die denn getippt? Darf ich das erfahren? Hm? Alle nicht. Ja. Natürlich. Das stimmt. Gut. So, auch für dich. Ja. Wann immer du willst. Ja. Wenn du losfährst, läuft die Zeit. Toi, toi, toi. Ja, vor allem für die Zuschauer da. Auf geht's. Zeit läuft. Jesus Maria. Hm? Das lachen sie jetzt schon. Schmörgel da drüber. Ruhe. Das erste Glas ist das wichtigste, Elton. Sag das nicht.
Ah. Muss er selber wissen. Stimmt, hast recht. Lacht nicht. Nee. Der lacht da hinten, der macht mich nervös. Elton, das ist wie sonst auch. Das erste Glas entscheidet über den Abend. Das zweite schmeißt er um. Was macht der? Worauf wartest du denn? Immer mit der Ruhe. Okay. Alles klar, eins steht. Wer sagt mir denn die Zeit? Ja, ich sag dir schon. Du bist noch bei 4,5 Minuten. Elton! Ruhe! Gerade auf die andere Bahn. Philipp, lass uns mal ein Stück nach hinten auf die Couch gehen, nur aus Sicherheitsgründen. Ja? Nein. Kannst dich da drauf hocken, dann guckst du von da. Ich habe ein bisschen Sorge, wenn der Elton hier so über die Rampe brettert. Elton, du musst gerade über die Rampe fahren. Ruhe! So, okay. Sind das eigentlich die Reifen, die so quietschen? Philipp, vielleicht kannst du dem Elton noch mal viel Glück wünschen. Nein. Aber ich glaube, er kann es brauchen. Nein. Der Schweißbrunne. Der Schweißbrunne. Okay, dann. Was? Ah, verdammte Scheiße! Was machst du? Zurück, das nächste Mal. Ja. Hast noch eine Minute Zeit, gib Gas. Schaff ich! Sehr gut, komm, Elton. Jetzt muss schnell gehen.
Was? Oh! Was war das denn? 5, 4, 3, 2, 1. Wer hat gewonnen? Ja. Na du. Ja. Na du. Du hast gewonnen.